BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Alle Jahre wieder bringt die Burg Hohenzollern mit ihrem königlichen Winterzauber die Augen der Besucher zum Leuchten. Aufwendige Dekorationen und bunte Illuminationen verwandeln die Burg in ein historisches Weihnachtsparadies und Winterwunderland. Am Donnerstagabend hat der Zauber offiziell begonnen. Herzlich willkommen auf der Burg Und damit ist der Startschuss gefallen. Der Winterzauber auf der Burg Hohenzollern ist eröffnet. Schon am Eingang wurden Besucher von Stelzenläufern herzlich willkommen geheißen, bevor es in den rot angestrahlten und weihnachtlich dekorierten Burghof weiterging. Dort warteten verschiedene Buden, die Glühwein und andere Verpflegung anbieten. Kurze Zeit später spielte sogar das Wetter mit. Schnee umhüllte die Burg und zauberte eine festliche Weihnachtsstimmung. Zum Aufwärmen konnten Besucher in die Innenräume gehen, die regelrecht glänzten und funkelten. Also wir haben die Burg so festlich und schön weihnachtlich geschmückt. In den Innenräumen sind ungefähr 50 Christbäume aufgestellt, die jeder einen anderen Schmuck hat. Wir haben jeden Raum einzeln bedacht mit unserer Dekoration und mit der Schönheit. Und überall gibt es was Neues zu entdecken. Besucher können durch die Gemächer schlendern, die allesamt zauberhaft dekoriert sind, und die weihnachtliche Welt der Könige und Hoheiten erkunden. In drei Räumen drehen zudem Modelleisenbahnen aus dem Privatbesitz der Familie ihre Runden. Ein echter Hingucker ist außerdem dieser 7 Meter hohe Weihnachtsbaum. Er ist geschmückt mit 1 Kilometer Lichterkette und rund 1500 Kugeln. Direkt daneben steht eine 12 Meter lange Tafel mit Originalservice und Silber aus kaiserlichen Beständen. Die schöne große Tafel, gespendet oder vielmehr hergebracht aus dem Haus Dorn, der letzten Zuflucht des letzten deutschen Kaisers. Die haben dort noch ganz viel, was sie gar nicht zeigen können. Und die stellen uns das zur Verfügung, dass wir einfach mal eine Tafel aufbauen können, wie es früher so war. Denn hier war auch natürlich nicht nur der deutsche Kaiser, sondern auch viele Fürsten, viele Prinzen, viele Grafen, eben die Häuser Hohenzollern und Preußen. Leben nicht hier, aber es ist eine belebte Burg. Sie steht ja noch im Privateigentum und insofern gibt es schon ein ganz besonderes Flair zu dieser Zeit auf der Burg Hohenzollern. Doch nicht nur im Inneren, sondern auch draußen ist die Burg festlich illuminiert. Alle halbe Stunde ist hier eine Lichtshow geboten, die an die Mauern gestrahlt wird und für eine magische Atmosphäre sorgt. Sterne fallen auf die Besucher herab, Gesichter aus längst vergangenen Zeiten werden zum Leben erweckt und weihnachtliche Motive erklimmen die kalten Burgmauern. Obwohl alles sehr weihnachtlich wirkt, ist der königliche Winterzauber offiziell kein Weihnachtsmarkt. Vielmehr will er die herzlichen Momente eines Marktes in die historische Burgkulisse bringen. Ja, wir haben uns fokussiert auf die schönsten Dinge des Weihnachtsmarkts, nämlich auf die schöne Atmosphäre, ordentlich viel Glühwein und einfach wunderschöne Lichtimpressionen. Und viel mehr brauchen Menschen eigentlich gar nicht, um sich vorweihnachtlich einzustimmen. Auf dem Programm stand am Donnerstagabend zunächst ein Chor, der Besucher in eine weihnachtliche Stimmung versetzte. Danach folgte die offizielle Eröffnung, dieses Mal mit Sophie, Prinzessin von Preußen. Ebenfalls nicht fehlen durfte das gemeinsame Singen des Hohenzollernlieds, inklusive Lichtilluminationen für diejenigen, die nicht ganz textsicher waren. Und damit hat der Zauber offiziell begonnen und kann ab sofort von allen besucht werden. Wir haben geöffnet bis einschließlich 6. Januar, denn nach Weihnachten haben die Menschen ja einfach doch viel mehr Zeit. Nach Weihnachten müssen alle mal ein bisschen raus und etwas erleben. Und wir haben jeden Tag nur 1500 Besucher zugelassen und geöffnet von 15 bis 20 oder eben am Wochenende 21 Uhr. Und wir haben auch Zeitkontingente, also man muss sich ein Kontingent sichern zum Einlass, kann aber dann so lang bleiben, wie man möchte, eben bis der Zauber vorbei ist. Die Hälfte der Karten ist jedoch schon ausverkauft. Wer den Winterzauber einmal selbst in seiner vollen Pracht erleben möchte, sollte mit dem Ticketkauf also nicht mehr lange warten. Erhältlich sind sie auf der Website der Burg Hohenzollern. Dort gibt es auch alle Informationen und Öffnungszeiten im Überblick. Soweit die BW1 Nachrichten für heute. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Auf Wiedersehen!